Hallo, Secret-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost. Es ist quasi Mittwoch, morgen kommt der Patch und wir sehen da zum Anlass, euch nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir wollen euch alles erzählen zum Update 0712. Da sind natürlich auch Details zu den neuen Ranked-Gefechten dabei. Dann zu Alaska, zur Charleston. Änderung bei Kapitänskills, Signalen, Nachtgefechten. Das ist aber noch über das Update 0712 hinaus sozusagen eine Info. Das ist was, was in der Zukunft passieren wird. Und natürlich die Statistiken zu King of the Ring so ein bisschen darbieten. Wer hat gewonnen? Wie viele Leute haben teilgenommen? All so eine Sachen. Aufbereitet in einer hoffentlich einigermaßen kompakten Flaschenpost. Wir wollen euch aber alles mitgeben, was ihr eben braucht. Und wenn es Verlinkungen auf andere Videos von uns sind, wo wir bestimmte Themen halt schon behandelt haben. Also. Auf geht die Post. Update 0712 steht vor der Tür und am 20. Dezember um 6 Uhr bis 9 Uhr wird dieser Patch aufgespielt, der 1,2 GB groß ist. Das heißt, morgen früh könnt ihr nicht zocken. Das ist gleich schon mal eine Info vorweg. Die Fragen gibt es ja immer wieder. Was wird mit dem Patch denn implementiert? Ja, vielerlei Events. Wir hatten bereits über einen Teil schon berichtet. Schneeflocken-Event. Was ist dieses Schneeflocken-Event eigentlich? Was gibt's wofür? Das werden wir euch jetzt hier erzählen. Also, ihr findet, wenn der Patch aufgespielt ist, hier an den Seiten so eine Schneeflocke. Neben den Sternchen, wo ihr ja dann immer dargestellt bekommt, wie viel XP-Bonus ihr noch auf den Schiffen habt, habt ihr da eine Schneeflocke. Jede Schneeflocke kann nur ein einziges Mal vom Schiff entfernt werden. Es ist so, als ob man ein Auto abkratzt, sei jetzt einfach mal draußen im Schnee stand und man soll ja quasi die Schneeflocke runterwischen oder in dem Fall eben Schnee und ja, bekommt dann dafür einen Bonus. Wichtig ist, dass ihr das Gefecht gewinnt, damit ihr ja, den Bonus eben bekommt. Und welchen Bonus gibt's? Es wird unterteilt in Premium- und in Forschungsschiffe. Und zwar gibt es einmal Forschungsschiffe von, also Forschungsschiffe werden generell nur von T5 bis T10 berücksichtigt. So ist es richtig ausgedrückt. Und Premium-Schiffe von T2 bis T10. Fangen wir oben an. Premium-Schiffe T2 bis T4 kriegen 300 Kohle, wenn ihr das Gefecht gewinnt. Dann T5 400 Kohle, T6 500, T7 1000 Kohle. Ab T8 bei den Premium-Schiffen könnt ihr pro Sieg mit einem T8-Schiff 200 Stahl mitnehmen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, das könnt ihr nur ein einziges Mal machen. Also habt ihr mit euer Tierpitz das Gefecht gewonnen, zack, erledigt, nächstes Schiff. Dann kommt eben die Jean Bar, meinetwegen, gibt es wieder 200 Stahl. Ja, oder weiß ich nicht, die Chinomone und so weiter, was es da so alles gibt, dann gibt es da 500 Kohle für, aber ein einziges Mal und das war's für den ganzen Patch. Ja, also das ist ganz wichtig, ihr könnt das immer nur einmal erledigen. Und bei den Forschungsbaumschiffen geht es eben erst ab T5 los. Da gibt es dann 300 Kohle, T6 400, T7 750, T8 gibt es 1000 Kohle für einen Sieg mit einem T8-Schiff. Und dann mit einem T9-Schiff, Forschungsschiff, 50 Stahl und mit einem T10-Schiff, Forschungsschiff, 100 Stahl. Die Geschichte ist, wie gesagt, einmal abgeblasen, sozusagen, hier steht es wörtlich abgeblasen, einmal entfernt. Und fertig ist der Lack, sozusagen habt ihr euren Bonus bekommen. Wenn ihr an einem Gefecht 0 EP verdient, wird die Schneeflocke erhalten und ihr müsst quasi aktiv am Gefecht dran teilgenommen haben. Wann ist das verfügbar? Wehrpassstufe 8 und ihr müsst in folgenden Gefechten unterwegs sein: Koop, Zufall, gewertet oder ein Szenario-Gefecht. Also vier Gefechtsmodis und ich sag mal, Koop bietet sich da wirklich an. Ihr fahrt los, geht einmal Gastfahrt vorne, sogar vielleicht rein, ja, ein bisschen kontrolliert, weil ihr müsst ja auch sicher gewinnen, ne? Meine Gewinnquote liegt, glaube ich, bei 99,7% oder so ein Kram oder vielleicht sind es auch 98,9, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und die Schiffe fangt ihr einfach von T10 an runterzuspielen. Ja, einfach alle Schiffe anzeigen lassen und von T10 an runterspielen, dann nehmt ihr alle an Bonis mit. Kohle braucht man vielleicht weniger als Stahl, von daher, ja, würde ich empfehlen, mit T10 anzufangen. So, das ist alles, was man zum Schneeflocken-Event sagen kann. Die Geschichte geht dann direkt mit dem Patch los, so wie ich das jetzt hier sehe. Dann kommen wir zum Namen im Namen seiner Hoheit. Dazu haben wir bereits schon ein Video gemacht. Ich möchte nur ganz kurz umreißen. Es wird in einem Update vier Direktiven geben. Jede Direktive geht eine Woche. Jede Direktive umfasst 10 bis 11 Missionen. 5 bis 6 Missionen davon müsst ihr erledigen, um eine Direktive abzuschließen. Am Ende der ganzen Direktiven gibt es Prinz Eitel und ja, zu Zwischendurch gibt es Belohnung. Wenn ihr Details dazu wissen wollt, blende ich euch jetzt gerade sozusagen das Video dazu ein, wo wir auf dieses Event nochmal ganz besonders eingehen. Ich notiere mir kurz die Minutenzahl, damit ich nachher dann auch noch die Einblendung bei YouTube dazulegen kann. So,
Dann geht's zum nächsten Punkt, die Belle Epoque Sammlung. Auch dazu möchte ich nur ganz kurz umreißen, weil wir dazu auch schon eine Flaschenpost gemacht haben, wo wir euch die Belle Epoque Sammlung vorgestellt haben und was das für Bonis gibt. Wie gesagt, wenn ihr da besondere Infos haben wollt, immer diese Videos aufrufen. Ich möchte hier nicht alles doppelt erzählen, beziehungsweise unnötig lang machen, das Video. Ne? Also die Belle Epoque Sammlung ist halt die Neujahrssammlung. Da gibt's Container damit, ja, mit diesen... Mit der Geschichte hier oben, ne? Verdient ihr quasi Container für die Belle Epoque, damit fangt ihr mit der Sammlung an. Danach ist es aus den Standardcontainern dann auch wieder auffüllbar. Es ist quasi eine dauerhafte Sammlung, die geht nicht weg. Also ihr könnt euch Zeit lassen, ihr müsst das nicht pushen. Am Ende der ganzen Geschichte gibt es eben hier den Aufnäher, die Flagge und ja, und so ein Geschenkcontainer. Das ist eure Belohnung für die Sammlung. Ne? Dann gibt es die Kampagne Mächtiger Prinz. Ich wiederhole mich jetzt, aber ich möchte trotzdem immer wieder darauf hinweisen, auch dazu haben wir schon was erzählt. Ihr könnt euch hier durch die Schiffe arbeiten. Wichtig ist, diese Kampagne könnt ihr erst anfangen, wenn ihr den Prinz Eitel freigespielt habt. Also im Hinterkopf behalten. Prinz Eitel freispielen. Die erste Mission muss mit dem Prinz Eitel gefahren werden und danach könnt ihr jedes Schiff benutzen, was ihr im Hafen habt. Aber die allererste Aufgabe muss mit Prinz Eitel gefahren werden und dann geht ihr halt weiter. Ne? Jedes Mal, wenn man durch so eine Etappe durchkommt, bekommt man ein Schiff quasi in den Hafen gestellt und geschenkt. Ja, also Hatsuaru, Nürnberg, Icarus, Dallas und Normandie. Das ist so die Tradition, die haben sie im letzten Jahr und im, glaube ich, vorletzten Jahr auch schon gehabt mit dem Weihnachtskonvoi, wo man dann bestimmte Schiffe wie Fuso zum Beispiel war da mal dabei, eben freispielen konnte und dann im Forschungsbaum quasi bei T6 anfängt anstatt bei T2, ne? Oder T3, je nachdem, was man dann eben da nutzt. Also auch eine Sache, solltet ihr euch gut überlegen, daran teilzunehmen und vielleicht den einen oder anderen, ja, wird es dazu bewegen, die Prinz Eitel vielleicht sogar zu kaufen. Wenn ihr sie nicht kaufen wollt, nochmal ein Hinweis an der Seite. Wir haben immer noch einen Wunsch, ein Schiff eurer Wahl, Gewinnspiel, ja, Adventsgewinnspiel wird am Ende des Videos noch verlinkt, beziehungsweise ich blende sie halt jetzt auch nochmal extra für euch zusätzlich ein. Und ja, da könnt ihr dran teilnehmen und könnt euch natürlich auch die Prinz Eitel von uns wünschen. Wenn sie, sobald sie im Store ist, kann ich sie euch dann auch schenken. Am Ende dieser Kampagne Mächtiger Prinz gibt es eine Sondertarnung für die Prinz Eitel Friedrich. Sehr erstrebenswert, sehr schön. Sieht cool aus mit dem weißen Rumpf und der Rest ist grau. Also würde ich mir auf jeden Fall versuchen zu organisieren. Nächster Punkt ist Stahlmonster-Kampagne. Das ist die Kampagne, die ihr da draußen im Store kaufen könnt. Und zwar auch in Kombination mit dem Prinz Eitel Friedrich wird es sowas geben. Und es sieht so aus, als ob noch weitere Schiffe in der Stahlmonster-Kampagne zusammen angeboten werden. Weil hier nämlich nachher die Rede davon ist, dass sich diese Kampagne erweitern lässt. Also, wenn ihr das Schiff kauft, wenn ihr die Kampagne kauft, Entschuldigung, ja, habt ihr 180 Tage Zeit, die Steel-Monster-Kampagne also Stahlmonster-Kampagne, zu erfüllen. Und sie kann halt nur einmal gekauft werden. Wenn ihr nochmal ein Schiff kauft, wo diese Kampagne nochmal mit dabei ist, erweitert sich der spielbare Zeitraum um weitere 180 Tage. Das heißt, ihr könntet dann auf 360 Tage erhöhen, also fast ein Jahr, ne, wo ihr Zeit habt, die Aufgaben zu erfüllen. Die Kampagne ist in Koop-Zufall gewertet möglich und T5-Schiffe oder höher werden dafür benötigt. Und ihr bekommt am Ende eben 4000 Stahl, 4 große Weihnachtsgeschenke und 1 Mega-Weihnachtsgeschenkscontainer aus der Kampagne heraus, wenn ihr diese verschiedenen Aufgaben erfüllt. Auch ganz simpel eigentlich. Sind 5 Missionen. Muss man halt gucken, was es da genau für Aufgaben gibt. Ob das eher so Sammelaufgaben sind und oder ob sie besonders anstrengend sind. Mag ich jetzt mal bezweifeln, dass sie sonderlich anstrengend sind, weil wir, Wargaming möchte natürlich auch Anreize setzen, dass diese Kampagne gekauft wird. Wir werden darüber auf jeden Fall berichten oder ich werde dazu was sagen. Ich denke mal, am Samstag in den Livestream kann ich dann schon sagen, wie die Stahlmonster-Kampagne ist, weil ich mir zumindest die Prinz Eitel kaufen werde, weil ich es einfach von der Zeit her sonst nicht schaffe, die freizuspielen. Und ich möchte euch natürlich einen möglichst großen, umfangreiche Informationen bieten. Ich hoffe nicht, dass sie für diese Kampagne 100 Euro haben wollen oder so eine Sachen. Gibt es ja alle möglichen Ideen schon in der Community, wie teuer sowas sein könnte. Solange es einigermaßen erschwinglich ist, werde ich mir diese Kampagne mitkaufen, einfach um sie euch auch zeigen zu können. Naja gut, den Stahl nehme ich natürlich sehr gerne mit, ja, aber das ist meine vorrangige Ziel ist, euch zu informieren. So, außerdem habe ich hier gerade schon noch überlesen, Signalflaggen sind natürlich noch dabei, Tarnmuster sind dabei, so eine Sachen eben, ja. Dann wird mit dem neuen Update, was jetzt kommt,
Warships Premium-Konto aktiviert. Und das bringt euch ja den Vorteil, dass ihr 15% mehr EP bekommt. Das bezieht sich auf die Basis-EP. Das wird ja dann multipliziert mit dem Premium-Konto. Und damit natürlich auch das, was ihr an Kapitäns-EP und Free-XP bekommt. Weil das ja quasi die Formel ist, die sich immer jeweils auf die XP bezieht, die ihr bekommt, ob ihr jetzt Premium-Konto aktiviert habt oder eben nicht aktiviert habt. Also das profitiert direkt davon und das erklärt auch ein Stück weit, warum die Alaska jetzt teurer geworden ist. Ja, sie wird nämlich ins Spiel kommen und sie wird für mehr XP ins Spiel kommen, die ihr ausgeben müsst, also mehr Free-XP, die ihr ausgeben müsst. Wir werden euch gleich dazu noch was erzählen. Aber mit dem Warships Premium Konto und jeder, der von euch da draußen ein Premium Konto hat, bekommt dieses Warships Premium Konto ja geschenkt für so viel Zeit, wie er noch hat. Also wenn, dann müsst ihr heute Abend noch Premium verlängern, ja, dann bekommt ihr quasi World of Warships Premium on top geschenkt und könntet bei den anderen Spielen, habt ihr ja dann immer noch ein Wargaming Premium Konto. Das ist heute der letzte Tag dazu, ja. Also auf jeden Fall da nochmal zugreifen, wenn man denn Premium Spieler sein möchte. Ja, also ich will hier nicht zu viel Werbung machen, sondern ich will euch nur den Tipp geben, wenn ihr generell für Premium-Spielzeit seid oder wenn ihr sowas nutzt, dann ist heute vielleicht nochmal sinnvoll, das Premium-Konto aufzuladen, ja, weil ihr ja dann, wenn diese Patch hier morgen aufgespielt wird, quasi zwei Premium-Konten bekommt, ein World of Warships Premium-Konto in der Dauer der Zeit, wie ihr das Wargaming-Konto habt und in den anderen Spielen habt ihr dann weiter ein Wargaming-Konto. Gut. Geht also gleich weiter. Und dann kommen wir zu den gewerteten Gefechten. Die gewerteten Gefechte werden eingeführt als Season 3 und 4. Ich fand Season 1 und 2 ziemlich gelungen. Da war es T5. Jetzt findet das alles auf T6 statt. Wir wechseln jetzt einfach mal dann weiter. Moment. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Thema hier zu updaten. Da kommen wir gleich wieder hin. Jetzt kommen wir erstmal zu Details zum Ranked. Ja. Und ich gehe dann wieder weiter auf den Patch drauf ein. Ich möchte da nämlich noch ein bisschen ein paar Worte zu verlieren. Also, zu den Ranked-Gefechten, die jetzt auch mit dem Patch halt kommen. Erste Saison ist am 20. Dezember und geht bis 1. Januar. Und die zweite vom 2. Januar bis 14. Januar. Jede Saison dauert also 12 Tage. Ja, es wird vom Prinzip her nicht viel verändert. Es ist diesmal aber so, dass ihr nur mit T6-Schiffen fahren könnt und ihr braucht Wertpassstufe 14. Ja, es gibt wieder 10 Ränge, das ist in der ersten und der zweiten Liga unterteilt, Rang 10 bis 6 und Rang 5 bis 1. Jeder Spieler beginnt mit Rang 10 und es gibt wieder unterschiedliche Ränge, die dann unumstößlich sind, wie das so schön heißt. Wir gucken hier unten, können wir nämlich gleich sehen, Moment, ist hier gar nicht benannt, dann gehen wir dann doch hier hoch. Also 10, 9, 8, 5, 3 sind unumstößlich und da könnt ihr halt dann nicht wieder abrutschen. Ne? Ihr könnt wieder in der Divi fahren und es werden auch nur in die Gegner-Divi dann wieder, also in die Gegnerseite, Divis mit eingeladen, wenn ihr auf der anderen Seite auch eine Divi habt. Das ist genau gleich. Eine Divi auf eurer Seite, eine Divi auf der anderen Seite, zwei Divis auf eurer Seite, zwei Divis auf der anderen Seite. Es kann nur ein Träger dabei sein auf jeder Seite. Das sind so die verschiedenen Informationen und eine Divi kann maximal zwei Spieler groß sein. Das ist also das, was man dazu sagen kann. Und dann kommen wir zu den Karten. Großes Rennen, Ring, Meerenge, Neuer Morgen, Dreizack, Riposte und Verwerfungslinie. Das werden diese Varianten sein. In der Verwerfungslinie gibt es zwei Schlüsselbereiche. Die Eroberungszeit dauert 40 Sekunden und alle 10 Sekunden gibt es 9 Punkte für den Schlüsselbereich. Auf der Karte Großes Rennen wird im Epizentrum gespielt. Das ist so wie jetzt vorher auch schon. Eroberungszeit für die Zone 60 Sekunden. Für das Halten der Zone gibt es 3 Punkte alle 4 Sekunden. Und dann haben wir hier noch, auf allen anderen Karten gibt es jeweils 3 Schlüsselbereiche. Der Schlüsselbereich, Eroberungszeit für die Schlüsselbereiche sind da 40 Sekunden und auch da gibt es 3 Punkte alle 4 Sekunden. Welche Belohnung gibt es, wenn ihr Rang 9 erreicht? 500.000 Credits und dann gibt es hier super viele Signalflaggen. Also Sierra Mike ist dabei, hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen. Ab Rang 5 wird die Masse dann nochmal geupgradet, dann gibt es nämlich 7-mal. Hier oben gibt es immer nur 5-mal. Ab Rang 3 gibt es Hydra, bei Rang 2 gibt es dann Roter Drache und wenn ihr Rang 1 erreicht, 10.000 Kohle. Kein Stahl. Und das ist nach wie vor ein Problem aus meiner Sicht. Ich möchte ganz gerne weniger Kohle da drin haben, ist meine persönliche Meinung. Ich würde dafür sein, nur 5.000 Kohle da reinzupacken und dafür 1.000 Stahl.
Ja, es sind gewertete Gefechte, auch wenn es Sprintgefechte sind, aber meiner Meinung nach sollte Stahl als Belohnung da mit dabei sein. Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Gerne runter in die Kommentare unter dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr das ähnlich seht. Und wenn ihr es anders seht, dann begründet es einfach ganz gerne. Ich akzeptiere selbstverständlich auch andere Meinungen. Also, meine Meinung ist jetzt ja auch nicht alles. So, und das war es eigentlich schon wieder zu den gewerteten Gefechten, die im Sprint kommen. Und wir kommen jetzt wieder zurück zum Update 07.12. Es wird tägliche Lieferungen geben, und zwar zwischen dem 25. Dezember und dem 8. Januar. Das heißt also, ihr müsst jetzt nicht an Heiligabend euch einloggen und auch morgen nicht und so weiter, sondern am 25. Dezember geht's los und da gibt es dann verschiedene Bonis. Neujahrsluftschlange Tarnmuster, 50.000 Credits, es gibt Warships Premium Konto geschenkt, es gibt Container zum Wichteln, also Wichtelcontainer, diese Weihnachtscontainer, 500 Kohle ist dabei und so weiter und so weiter. Ihr müsst euch 10-mal eingeloggt haben, innerhalb der nächsten der 14 Tage und dann bekommt ihr trotzdem alle Belohnungen. Wenn ihr das einmal verpasst, dann entfällt halt eine Belohnung, dann schafft ihr nicht mehr das ganze Ende. Von daher ist es durchaus sinnvoll, sich regelmäßig einzuloggen. So, und dann geht's weiter. Es wird sich nämlich noch was mehr ändern. Die Werpa-Stufen werden jetzt nicht überarbeitet, in dem Sinne, also dass halt mehr werden, sondern die Verteilung der Werpa-Stufen wird verändert. Früher war es notwendig, eine gewisse Anzahl an XP zu erspielen und damit durch die Ränge aufzusteigen. Also dann Werpa-Stufe 1, zu Werpa-Stufe 2 brauchte man 150 XP. Von 2 zu 3 750. Also musste man da nochmal 600 erspielen. Hier vorne sind die Totalsummen und hier hinter ist immer jeweils der Gap von einer Stufe zur nächsten. Das wird sich ändern. Denn in Zukunft zählt nur noch die Anzahl der Gefechte, die da nötig sind. Und von Werpa-Stufe 1 zu 2 braucht ihr ein Gefecht, von 2 zu 3 braucht ihr weitere 4 Gefechte, von 3 zu 4 weitere 5 und so weiter. Ihr seht hier, dass das nachher immer weiter zunimmt und am Ende hat man 200 Gefechte gefahren, wenn man Werpa-Stufe 15 erreicht hat. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, es wird jetzt nicht mehr an XP gemessen, sondern es wird daran gemessen, wie viele Gefechte man gefahren hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so positiv ist. Ich bin dem eigentlich aufgeschlossen gegenüber. Ich will da jetzt gar keine Meinung irgendwie schüren. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Unterschied, ob man jetzt so und so viel XP erfahren hat oder ob man 200 Gefechte gemacht hat. Das wird wahrscheinlich im Durchschnitt länger dauern, weil ja früher vielleicht einfacher war, 122.000 XP insgesamt zusammengefahren zu sein. Denke ich jetzt einfach mal, wo da der Tagesbonus ja mit reingezählt hat. Jetzt, wo es nur noch nach Gefechten geht, ist es eigentlich so, dass ihr eigentlich immer einfach Gefechte fahren müsst. Ob er verliert oder gewinnt, ist dabei nicht so entscheidend, sondern es geht einfach nur darum, Erfahrung gesammelt zu haben, kann man so sagen. Also nicht die Ingame-Erfahrung, sondern die persönliche Erfahrung im Umgang mit dem Schiff. So, wichtig, das Gefecht wird nicht mehr auf den Fortschritt eines Spielers im Wehrpass angerechnet, nachdem der Spieler eine Einschränkung auferlegt wurde. Und das ist ganz wichtig, weil ja inzwischen eine Bestrafungsaktion gibt, wenn man zum Beispiel pink wird, man hat Friendly Fire begangen, all so eine Sachen, und man wird dann ja zum Koop-Gefecht degradiert sozusagen. Man kann nur noch Koop fahren. Dann wird das hier nicht weiter mit aufaddiert in den Gefechten. Und zwar so lange, bis die Bestrafungsaktion wieder ausgelaufen ist. Das heißt, ihr solltet aufpassen, wenn ihr euch noch ganz frisch im Spiel befindet und diese Flaschenpost jetzt vielleicht das erste, zweite, dritte Mal seht, ja, ihr solltet also aufpassen, kein Friendly Fire, ja, wenn ihr Friendly Fire seid und dann wirklich eine Bestrafung Friendly Fire durchgeführt habt und wirklich eine Bestrafung bekommt, also einem wiederholten Maße Friendly Fire begangen habt oder gemacht habt, dann zählt das hier nicht mehr. Dann könnt ihr Gefechte fahren, wie ihr wollt, so lange, bis ihr dann wieder nicht mehr pink seid, sondern wieder normal weiß seid. Das ist das Entscheidende. Also immer schön vorsichtig sein. Gut, weiter geht's. Änderung bei den Karten. Okinawa wird geändert und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr begrüße. Okinawa sieht im Moment noch so aus und so wird es neu aussehen. Also doch gravierende Änderungen, ja, von dem Bereich hier bei A. Hier sieht man, die Insel wandert hier weg und wandert in B rein. Ja, es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass bei
B, auch wieder eher mal was möglich ist für den Zerstörer. Und auch C, hier unten, bekommt Insel, wo man sich so ein bisschen Deckung suchen kann, damit es ein bisschen spannender wird. Hier, Okinawa war immer so das komische, komische Taktik. Das war irgendwie unangenehm zu fahren. Man musste, ich habe da bewusst immer schon eigentlich immer die Seite gesucht, wo keine Inseln sind oder nur wenig Inseln sind, weil alle immer hier hinten hingefahren sind, der größte Teil. Ich freue mich darüber, dass es endlich die Wargaming aufgefallen ist und jetzt die Karte endlich geupdatet wird. Da freue ich mich richtig schön drauf. Und dann gibt es weitere Gefechts- oder Balance-Änderungen. Und zwar hatten wir euch schon angekündigt, bei uns auf der Facebook-Seite gab es den Artikel schon im Development-Blog ins Deutsche übersetzt. Gibt es bei uns alle Artikel bei Facebook, die im Development-Blog released werden, dass die Ruderstellzeiten bei den amerikanischen Schlachtschiffen geändert werden. Da hieß es noch, dass es nur der A-Rumpf ist. Jetzt ist es aber so, dass auch der B-Rumpf und teilweise der C-Rumpf die Rudder Shift Time, also die Ruderstellzeit, verkürzt wird, weil bei den Amerikanern einfach ein Buff notwendig geworden ist. Es ist eine der Bäume, die am längsten im Spiel enthalten sind. Und ja, das Spiel hat sich verändert. Es sind viele neue Schiffe dazu gekommen. Die Amerikaner hängen so ein bisschen zurück, ebenso wie die Japaner. Da gab es erst einen Buff mit der Sekundär und es wird auch in diesem Patch nochmal einen Buff für die japanische Flotte teilweise geben. Und bei den Amerikanern haben sie halt gesagt, es wird hier in erster Linie die Ruderstellzeit gebufft werden. Also ich fange jetzt extra mal bei der T6 erst an. Ja, hier haben wir eine Verkürzung um über zwei Sekunden von 19,7 auf 17,4. Beim B-Rumpf von 13,5 auf 11,9. Bei der Kolo haben wir 20,8 gehabt. Beim A-Rumpf haben wir jetzt 18,3. Und beim B-Rumpf von 16,1 auf 14,2. Also das ist richtig, richtig geil, sage ich jetzt einfach mal. Die Amis bekommen dann einen guten Vorteil in der Wendigkeit ihrer Schiffe, weil gerade auch mit der Iowa hat man einen Wendekreis, da kann man halb um die Erde fahren, hat man das Gefühl. Und ja, mit dem A-Rumpf bzw. B-Rumpf ist es bei der Iowa ja auch nicht ganz so einfach. Wir gucken hier uns mal die Iowa an, die fahre ich selber gerade, darum weiß ich es so gut. Ja, A-Rumpf und B-Rumpf, die haben nämlich eine Ruderstellzeit von jetzt 25,6 Sekunden, also fast eine halbe Minute. Und jetzt wird es dann doch deutlich reduziert auf 22,5 Sekunden. Und ihr könnt ja dann auch das Ruderstellzeitmodul ist da ja noch nicht eingerechnet. Also dann kommt ihr unter die 20 Sekunden und das ist dann wieder angenehmer. Und wenn ihr den C-Rumpf habt, dann geht es von 19,5 auf 17,1 Sekunden runter von der Ruderstellzeit. Das ist aber noch nicht alles, denn ihr werdet sozusagen wendiger und ihr könnt mehr Trefferpunkte wiederherstellen. Der Trefferpunkt Modifikator, so nenne ich es jetzt einfach mal, der war vorher bei 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Rumpfes, konnte wiederhergestellt werden pro Sekunde. Ne? Ihr habt ja immer, wenn ihr die Reparaturmannschaft drückt, dann ist die 28 Sekunden, glaube ich, bei den Amerikanern aktiv und alle und 28 Sekunden lang stellt ihr pro Sekunde 0,5 Prozentpunkte der Trefferpunkte des Rumpfes wieder her. Jetzt wird es dann aber gebufft auf 0,66 Prozentpunkte pro Sekunde. Das heißt, ihr stellt einfach mehr Trefferpunkte wieder her. Das ist halt richtig geil. Das ist richtig gut, wenn ihr brennt, wenn ihr Flutung habt, weil diese Sachen sind zu 100% wiederherstellbar und ihr könnt dann einfach mehr Punkte wiederherstellen. Packt dann noch die Signalflagge drauf, dass ihr mehr Trefferpunkte wiederherstellt. Ich glaube, India Delta ist das. Und dann habt ihr einen richtig coolen Buff bekommen in der Überlebensfähigkeit. Ihr könnt Geschossen besser ausweichen. Ich finde es gut, dass die Amerikaner da etwas verbessert werden. Dann ist das aber nicht das Einzige. Das deutsche Schlachtschiff Friedrich der Große wurde auch angekündigt, fällt in der Statistik immer weiter zurück, auch schon lange dabei gewesen, immer wieder, war für mich auch damals ein Nervschiff. Ich habe mich da irgendwie so durchgearbeitet, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt wird es verbessert, nämlich die Panzerungsdurchschlagskraft der 105 mm Sprenggranaten, also HE, wird verbessert und die penetriert jetzt 26 mm Panzerung. Und dann geht es weiter mit der Ladezeit der Hauptgeschütze und das ist eure Hauptbewaffnung, damit macht ihr am meisten Schaden in der Regel. Die 406 mm Geschütze Nachladezeit wird reduziert von 28 Sekunden auf 26 Sekunden und dann habt ihr bei dem Friedrich die Möglichkeit 420 mm zu kaufen und zu montieren, also zu erforschen. Und da kriegt ihr sogar 3 Sekunden Buff, nämlich von 32 auf 29 Sekunden wird da die Nachladezeit reduziert. Und das erhält die Charakteristik des Schiffes und macht es wieder konkurrenzfähiger im Durchschnittsschaden. Und ja, ich bin mal gespannt, ob vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen verändert wurden, rein vom Gefühl her, ja, die man vielleicht hier in Zahlen nicht ausdrucken möchte. Dann geht es weiter. Das japanische Schlachtschiff Miyogi, da wird
Ja, auch die Nachladezeit auf 28 Sekunden verkürzt von 30. Die Panzerungsdurchschlagskraft für den Granatentyp wird verbessert. Also das, wichtig ist jetzt, dass man halt den Schaden kompensieren kann, den andere Schiffe machen. Ja, ihr selber habt mit der Miyugi nur recht wenig Geschütze. Und ich glaube 3 in der Zahl. Andere Schiffe auf der Tierstufe haben viel mehr. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass dann zumindest der Schaden der Miyugi größer sein können, wenn ihr mit den Granaten denn trefft. Und das soll dazu führen. Auch bei der Kongo wird die Panzerungsdurchschlagskraft verbessert. Und auch die Izumo. Bei der Izumo war was ganz Besonderes, nämlich umso länger die Granaten flogen, desto schlechter wurde die Granate, also im Verhältnis zu anderen Schiffen viel, viel schlechter. Und genau das wird jetzt halt auch verbessert. Die Durchschlagskraft der AP-Granaten auf größere Distanz wird deutlich stärker und angenehmer gemacht. Und das soll halt auch die Sache vorbereiten für die Yamato, weil die Yamato ist mit ihren 460 mm das Kaliber in dem Spiel. Overmatching findet da immer wieder statt. Also die Mechanik, die dafür sorgt, dass wenn ihr mit 460 mm schießt, ja, dass ihr kleine Panzerungen, egal aus welchem Winkel ihr kommt, ja, der Winkelberechnung, die Winkel, Abprallwinkel werden da ignoriert. Das nennt sich dann Overmatch. Und das ist halt bei Kreuzern mit der Yamato ganz, ganz einfach. Ja, so eine Sachen. Dann gibt es noch viel, viel mehr Sachen. Hier wurden zum Beispiel Fehler behoben, dass die Panzerungsdurchschlagskraft von 150 mm bei den Sekundärgeschützen der deutschen Schiffe falsch berechnet wurde. Ja, auch Wargaming verrechnet sich mal. Und zwar, wenn man 150 mm durch 4 rechnet, landet man bei 36,5 mm, weil ein Viertel ja die Penetrationskraft ist bei den deutschen Schiffen, zumindest bei den deutschen Kreuzern und deutschen Schlachtschiffen. Und ja, die haben es da vorher falsch berechnet gehabt, das waren nämlich 36 mm und in Wirklichkeit geht es ja von 36,5 auf 37 wird dann aufgerundet und um dann die Penetrationsschwelle zu finden, rechnet man 1 mm ab. 37 mm ist quasi die Splitterschwelle. Moment, erzähle ich jetzt gerade Mist. 36,5, 37 mm wird hochgerundet, da ist die Splitterschwelle und darunter wären dann quasi 36 mm ist die sichere Penetration mit Sekundärgranaten. So, Prinz Eitel wird davon profitieren, Graf Spee wird profitieren, die HSF-Variante davon auch, Gneisenau, Scharnhorst, Bismarck, Tirpitz, Tirpitz B, Graf Zeppelin wird davon profitieren, die hat ja so starke Kanonen an Bord, Rohn, Friedrich der Große und der große Kurfürst, ja, also alle deutschen Schiffe sozusagen. Dann gibt es einen besseren Schutz des Achtermagazins vor Schaden von Sprenggranaten. Bei der Wichita spielt das eine Rolle und bei der Medea. Und dann werden noch weitere Schiffe vor Treffern mit Sprenggranaten geschützt, nämlich die Tachibana, Tachibana Lima, Umikaze, Isokaze, Minekaze. Schutz vor Antrieb, vor Schäden am Antrieb durch Sprenggranaten gibt es dann auch nochmal zusätzlich bei der Tachibana, Tachibana Lima, Wakatake. Das sind die drei Schiffe, die da verbessert werden. Also diese Schiffe waren einfach für Sprenggranaten extrem anfällig und dadurch hatten sie ganz häufig Steuergetriebeausfall und Antriebsausfall und deswegen werden die jetzt ein bisschen verbessert, da das nicht ganz so wahrscheinlich ist. Nächster Punkt, Arsenal. Ja, wir sind schon 27 Minuten dabei und ich bin, ja, erst beim Arsenal. Es werden neue Sachen ins Arsenal kommen. Also, mit dem Ende dieses Updates, Update 0712, ihr könnt euch schon mal merken, ich denke, das wird der 24. Januar sein. Da gibt es dann das Update 080 und dann werden diese Guineas geändert. Und zwar im Wechsel, also ausbezahlt, so rum. Wenn ihr Guineas übrig habt, dann werden sie im Verhältnis 1 zu 100.000 Credits umgewandelt. Das heißt, ihr habt 4 Guineas, kriegt ihr 400.000 Credits. Und dann ist es auch nicht mehr möglich, die Kosek in-game für diese Guineas einzutauschen. Also solltet euch überlegen, wenn ihr genug Guineas habt, euch die Kosek zu holen. Es wird neue Kapitäne im Store geben und die sind dann nicht mehr für Kohle kaufbar, sondern dann für Dublonen. 1500 Dublonen sind hier für die Kapitäne verfügbar oder dafür sind die Kapitäne verfügbar. Wenn ihr die Kapitäne schon besitzt, werden euch diese Kapitäne nicht mehr angezeigt. Also die werden hier ausgegraut und sind dann nicht mehr kaufbar. So, dann gibt's natürlich ein neues Schiffchen, was demnächst für Kohle ins Arsenal kommt, nämlich mit dem Update wird es die Charleston hier für 15.000 Kohle im Arsenal geben. Ein T3 Premium-Schiff kann also auch eine Menge Spaß machen, wenn man gerne auf der Stufe unterwegs ist, ist es quasi die bessere Saint-Louis. So könnte man das mal kurz auf den Punkt bringen.
So, dann geht's weiter. In der Kategorie Tarnung werden neue, altbekannte Tarnungen eigentlich eingeführt, nämlich für das Schlachtschiff Tirpitz Spezial Norwegisch und die Magnus S. Tarnung könnt ihr jetzt nämlich alle nicht mehr in den Exterieur, also in den äußeren Einstellungen, wo ihr da die Tarnung kaufen könnt, werden da nicht mehr angezeigt, sondern die wandern alle, diese Special-Tarnung, also diese ganz besonderen Tarnung, wandern alle aus dem äußeren Bereich in den ins Arsenal und da könnt ihr die Tarnung für Dublonen kaufen. Die werden euch dann, sie werden euch nicht mehr direkt beim Schiff im Äußeres, da kann man ja raufklicken, oder Exterior heißt in Englisch, kann man da oben ja sonst immer für Dublonen direkt kaufen. So müsst ihr öfter mal ins Arsenal gucken, ob es vielleicht eine Tarnung für euer Schiff gibt. Da sieht man dann alles auf einmal. Ja, das betrifft die Tirpitz, die Gascon, die Atago, die Scharnhorst, die Duke of York und die Hood. Und da sind dann die verschiedenen Tarnungen verfügbar. So, dann geht's immer weiter. Mit dem Update 080, also das, was dann im Januar rauskommt, wird die Musashi und die Kronstadt weder für Free XP noch für Kohle erhaltbar sein in-game. Also könnt ihr vergessen, das Schiff dann wieder zu erhalten, außer dann aus Sondercontainern, aus Supercontainern. Da soll es wohl noch möglich sein, diese Schiffe rauszuziehen. Aber ja, diese werden eben ersetzt und das ist mehr oder weniger schon klar. Die Musashi hat schon seinen Nachfolger mit der Jean Bar, dem T9-Schiff, was vor kurzem released wurde. Und die Kronstadt wird auch rausgenommen und dafür wird es dann zeitnah die Alaska geben, die für dann 1 Million Free XP im Store verfügbar sein wird. Also im Arsenal und da, beziehungsweise im Forschungsbaum wahrscheinlich auch. Oder im Arsenal, wer weiß es schon, müsst ihr einfach mal vorbeischauen, wo es genau ist. Und ja, dann 1 Million Free XP müsst ihr investieren, ja, damit das eben funktioniert. Und das Schiff dann euer ist im Hafen. Dann werden neue Schiffe zu den Supertestern, Community-Kontributoren und Entwicklern übergeben. Und zwar die Neustrashimi, das ist der T9-Zerstörer der Russen. Dann haben wir die Yahagi, T5-Kreuzer der Japaner. Dann die Viribus Unitis, das ist der Österreich-Ungarn T4-Schlachtschiff. Die Leone, der italienische Zerstörer der Tierstufe 6. Und die Azumaya, das wird nämlich das Pendant so ein bisschen zur Stalingrad, bloß bei den Japanern, wenn du dazu möchtest. Die gehen jetzt in den Supertest. Und da gucken wir mal, wie sich das dann weiter verändert. Ja, hier ist nochmal dieselbe Sache aufgeführt, weil ich eben schon sagte, die viele Tarnungen sind unter dem Bereich Äußeres nicht mehr kaufbar, sondern die ganz besonderen Tarnungen sind alle ins Arsenal gewandert und da müsst ihr das eben holen. Ja, diese typischen Premium-Tarnungen, die man immer so bekommt, diese Typ 59 oder was das sind, oder ja, keine Ahnung, wie die genau heißen, Typ 15, irgendwie sowas, die kann man weiterhin in dem Bereich Äußeres kaufen, ja, aber diese ganzen Sondersachen, die ganz besonders sind, sei es einfach mal auch vielleicht aus dem Stil rausfallen, die gibt es dann demnächst nur noch im Arsenal, also ab morgen. So, und dann wurde dem Spiel eine neue Verbrauchstarnung hinzugefügt, und zwar hier die Neujahrsluftschlangen, ihr habt sie ja quasi teilweise schon in den Weihnachtscontainern gesehen, Erkennbarkeit reduziert, Streuen der Granaten der Gegner erhöht, dann gibt es EP-Bonus je Gefecht, Free-XP-Bonus und Kapitäns-EP-Bonus. 100% und hier bei den Kapitänen sogar 150%. Und ja, dann gibt es für die Schiffe, die ihr in der Kampagne erspielen könnt, hier Hatsuaru, Nürnberg, Icarus, Dallas und Normandie, gibt es dann permanente Neujahrstarnung, die Schiffswartung um 10% reduziert. Ihr könnt damit EP sammeln, die Erkennbarkeit zu Wasser ist reduziert und die Streuung der Granaten vom Gegner ist erhöht. Der Hafen London wird auf den ursprünglichen Zustand wieder zurückgesetzt, also alles, was mit Royal Navy zu tun hat, wird aus dem Hafen entfernt werden. Und bei den Tarnungen Blaue Lagune und Siegessalut werden die Boni auf je Gefecht verdiente EP von 50 auf 75 und 100% erhöht. Hä? Von 50 auf 75 und 100% erhöht. Ja, kann man jetzt mehr nicht mit anfangen, was das genau bedeutet. Also ich vermute, dass die eine Tarnung auf 75 erhöht wird und bei der anderen Tarnung von 50 auf 100 erhöht wird, um es mal so zu interpretieren. So, Halloween wird komplett entfernt. Das ist ja auch logisch, da haben wir jetzt ja wirklich zwei Patches durchgehabt, die ganze Halloween-Geschichte. Und das ist jetzt dann komplett vorbei. Da erzählen wir euch nachher nochmal was zu den Ergebnissen. So, sonstige Veränderungen.
Wichtig möchte ich daher hervorheben, Visualisierung von Geschossspuren. Es gibt immer wieder so Karten, wo die Geschossspuren nicht vernünftig zu erkennen sind. Auch wenn man farbliche Spuren da schon hinterlegt hat, rot oder blau, ist ja jetzt inzwischen auch möglich. Ja, kann man auf manchen Karten die Geschosse nicht mehr richtig erkennen. Das soll jetzt verändert worden sein und damit soll das Geschoss besser sichtbar sein, wo sie denn einschlagen. Gerade die Karte Nachbarn war zum Beispiel so eine Karte, wo regelmäßig die Geschosse nicht mehr so richtig zu erkennen waren, weil der Kontrast einfach nicht gut genug war. Dann geht's weiter, die legendären Module, das wurde ja schon immer mal gesagt, werden verändert und zwar werden sie jetzt vom 31.12.2018 auf den 31.08.2019 verschoben, sozusagen die Gültigkeit der Aufträge. Und hier steht nochmal ganz klar hinter, Kampfaufträge haben kein Enddatum. Das bedeutet, auch nach dem 31.08.2019, so interpretiere ich das, werden diese Aufgaben weiter verlängert werden, bis ihr dann irgendwann alle diese legendären Module erspielt habt. Das bedeutet also, dass ich weiß jetzt nicht genau, warum sie es auf den 31.08.2019 gesetzt haben und nicht gleich auf den 31.12.2019. Aber hier steht, Kampfaufträge haben kein Enddatum. Punkt. Ja, ja und viele andere Sachen, die hier im Detail noch sind, darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil die teilweise wirklich nur eine rein optische Geschichte sind. Teilweise sind sie mir gar nicht aufgefallen. Und ja, wenn euch das interessiert, lege euch ans Herz, lest euch die unteren Punkte dann doch nochmal durch. Manche Fehler sind recht kurios und vielleicht auch so ein bisschen zu belächeln. Und andere, ja, die sind nice to know, aber mehr dann auch eben nicht. So, jetzt kommen wir dann zu den nächsten Punkten. Und zwar die Alaska für Free XP. Ich habe es bereits schon gesagt. Hier gibt es auch den offiziellen Post, den haben wir bei uns auf der Facebook-Seite nochmal in Deutsch übersetzt. Die Alaska wird demnächst ins Spiel kommen, für 1 Million Free XP erspielbar sein. Leistungsstarke 305mm Artillerie und eine sehr gute Anti-Air soll da die Stärke des Schiffes sein. Und ja, es gab ja schon diverse Kontributoren, die das Schiff ausführlich gefahren haben und vielen hat es gefallen. Also Arktika zum Beispiel hat in seinen Schiffsvorstellungen von dem Schiff doch ganz positiv gesprochen. Also ihr könnt euch dann darauf freuen, wenn ihr denn 1 Million Free XP habt. Ich persönlich werde das wahrscheinlich nicht investieren, aber meine Frau wird es machen und von meiner Frau aus kann ich dann euch auch das Schiff entsprechend vorstellen. Also ihr könnt euch dann darauf freuen. Ich werde mal gucken, ob ich das über die Feiertage, wenn es denn jetzt zeitnah kommt, irgendwie hinbekomme. Wenn nicht, wird es halt ein Ticken später. Ja, ich habe ja auch ein paar familiäre Verpflichtungen. So, und weiter geht's schon. Wir sind jetzt sind bei der Alaska auch schon durch. Dann sind wir nochmal bei der Charleston. Ich hatte das schon... Ah! Nein! Irgendwann ist er abgestürzt, dann machen wir es eben hier so. Ich hatte es eben schon gesagt, die Charleston wird für 15.000 Kohle ins Spiel eingeführt. Mit dem Patch, der morgen erscheint, könnt ihr das Schiff dann im Arsenal erstehen. Und dann geht's weiter zu den Ergebnissen King of the Ring. Das ist nämlich im Anschluss erst dran. Es gibt nämlich noch ein paar Punkte, die ich euch noch mal kurz erzählen will. Wir hatten gestern im Livestream schon mal mit euch darüber so ein bisschen gesprochen. Und ja, es wird sich definitiv noch ein bisschen mehr ändern. Also Kapitänskills, Signale und Nachtgefechte habe ich es erstmal genannt. Also, es ist ganz klar, durch die großen Veränderungen bei den Trägerumbau, ja, müssen ja andere Kapitänskills eingeführt werden, weil die, so wie sie jetzt gelten, teilweise gar nicht mehr hundertprozentig passen. Es wird aber nicht dabei bleiben, sondern es werden auch andere Skills noch weiter angepasst werden. Wir haben ja schon eine Anpassung, also die Info bekommen, der Tarnungsmeister zum Beispiel angepasst wird und auch IFAE, der Skill mit den Trägheitszündern für die Sprenggranaten, angepasst werden soll. Und ja, das ist halt jetzt dann... mehr oder weniger klar, dass das im nächsten Jahr halt auch passieren wird. Dann soll es möglich sein, bestimmte Signale für Ingame-Credits, nicht für Dublonen, für Ingame-Credits kaufen zu können. Und die Nachtgefechte sollen Einzug halten ins Spiel, nämlich angelehnt an das Unternehmen, was wir damals schon mal gespielt haben. Also auch so eine Sache, die aus dem Unternehmen jetzt vielleicht den Weg dann in die Zufallsgefechte findet. Gut. Und jetzt haben wir den letzten Punkt und ich sehe schon, wir haben schon ordentlich überzogen, aber es geht leider nicht anders. So viel Informationen, was soll ich euch dazu noch sagen? Zwielichtgefechte. Es gab eine Menge Spieler, mehr als 10.000 Spieler haben an dieser Aktion hier King of the Ring teilgenommen und 2.196 haben den ersten Teil abgeschlossen und konnten dann direkt in diesen Wettbewerb eintauchen. Und da gab es ja 6 Kategorien, ja, und jeder, der da Erster in jeder einzelnen Kategorie geworden ist, also es gab 6 Schambar zu gewinnen, 6 Stück,
Und immer der Erste der jeweiligen Kategorie bekommt eine Jambar. Und ja, die restlichen haben dann ein entsprechendes großes Weihnachtsgeschenk bekommen. Wie ist es dann ausgefallen? Wir haben hier ja, ausgeteilter oder verteilter Schaden. Colony Defender hat tatsächlich 37.009.753 Damage ausgeteilt in 180 Gefechten und ist damit Erster. Ja, und wird damit dann die Jambar gewinnen. Ramschaden gab es dann auch von bei Griffin. Der hat dann nämlich da die Jambar gewonnen. Er hat Ramschaden verursacht von 2,4 Millionen. Zitadell-Treffer-Rekorde, 1010 Zitadellen in 154 Gefechten, Severin Franke. Feuer verursacht, Tenkei in 226 Gefechten, 3584. Torpedotreffer in 160 Gefechten, 1267. Smias und der potenzielle Schaden gab es in 343 Gefechten. XFS Dynamit, der hat jetzt wie viel Schaden received? Jetzt muss ich gucken, wenn ich jetzt mich nicht total vertue, 389 Millionen und 800.000. Also respektabel, ein großer, riesengroßer Vorsprung, ja, muss man hier sagen, der vor dem Longarian, der 185 Millionen potenziellen Schaden geholt hat, aber in 121 Gefechten. Also von daher, wow. Bin mal gespannt, also wie viel, wie doll er das, die Jambar-Schiff da genießt. Das muss ja eine Riesenarbeit gewesen sein, so viel potenziellen Schaden zu bekommen. Das ist auch vor allen Dingen der Vorsprung. 200 Millionen mehr an potenziellen Schaden. Wow. Respekt. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. War eine coole Sache, auch wenn mir die Twilight-Gefechte persönlich jetzt nicht unbedingt so total zugesagt haben. Habe ich großen Respekt für alle, die daran teilgenommen haben. Und viel Spaß mit der Jambar. Das lohnt sich wirklich. So, und dann haben wir es schon fast. Ich möchte euch jetzt nochmal darauf hinweisen. Wir haben immer noch unser Aktivit-Gewinnspiel. Ihr könnt immer noch ein Premium-Schiff eurer Wahl aus dem Premium-Store gewinnen. Macht schnell noch mit bei unserem Gewinnspiel, was läuft. Ihr solltet nur Kanalabonnent sein und unter dem Advents-Gewinnspiel-Video kommentieren. Verlinke ich gleich nochmal ans Ende dieses Videos. Und dann ja, wünsche ich euch eine tolle Zeit und wir hören uns im nächsten Video. Ahoi, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.